Bewegung, das zweite große Thema. Das ist für viele so ein Thema, das mit sehr, sehr viel Leid verbunden ist und wo sie sehr im Konflikt mit sich selber sind, mit ihrem inneren Schweinehund. Und auch ich kenne diesen Konflikt sehr, sehr gut. Ich war früher ein richtiger Sportmuffel. Ich habe mein Leben lang, naja, also sagen wir mal, seit jungem Erwachsenenalter habe ich Probleme mit Rückenschmerzen. Und immer wenn ich zum Orthopäden ging und sagte, ich habe Rückenschmerzen, kann ich da nichts machen? Dann hat der Orthopäde mich gefragt, machen Sie Sport? Ich meinte, nö. Und dann hat er mit mir geschimpft und gesagt, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, das ist doch ganz klar. Und zweimal die Woche mindestens, wenn nicht dreimal die Woche. Und dann hat mein innerer Schweinehund sich die Ohren zugehalten und meinte, la, 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 la. Der wollte das nicht hören. Der hatte überhaupt keine Lust auf diese Aussicht, zweimal die Woche Sport zu machen. Oh, was für ein Horrorgedanke. Ging gar nicht mit mir. Da kam ich nicht vorbei an diesem inneren Schweinehund. Und dann hat sich das ganz schleichend entwickelt. Es fing, glaube ich, an mit Spaziergängen. Die habe ich auch wirklich nur bei schönem Wetter gemacht, wenn ich da gerade Lust zu hatte. Und dann habe ich entdeckt, dass es bei uns in der Stadt eine Kletterhalle gibt. Und geklettert bin ich immer schon gerne. Das war nämlich früher so ein bisschen das Problem. Das ist das, was ich als Kind leidenschaftlich gern gemacht habe, auf Bäume klettern. Und ja, und dann gab es halt viele Jahre, wo ich als Erwachsene nicht mehr diese Gelegenheit hatte. Und andere Sportarten fand ich ziemlich blöd irgendwie. Ballsportarten mag ich nicht. Generell Mannschaftssportarten sind nichts für mich. Und Joggen, nee, auch keine Lust drauf. Radfahren mag ich auch nicht. Und ja, da habe ich ewig lange einfach nichts gefunden. Und das Klettern, das war für mich persönlich, war halt das Ding, wo ich dachte, ja, da habe ich Lust zu. Und dann bin ich halt losgezogen und ja, habe angefangen, da zu klettern. Und anfangs war es noch sehr, sehr unregelmäßig, sehr sporadisch, vielleicht so grob einmal im Monat. Und dann hatte ich immer mehr Lust, dahin zu gehen. Und dann waren es irgendwann alle zwei Wochen. Und irgendwann war es dann wirklich jede Woche, ohne dass ich mich hätte zwingen müssen, dahin zu gehen. Und was dann noch später dazu kam, das war das Qigong. Da habe ich halt zu, ja, als junger Erwachsener habe ich das mal ausprobiert. Und das ist seitdem nicht mehr so richtig aus meinem Kopf gegangen. Der Kurs damals, da war mir das alles so ein bisschen zu schnell. Und ich habe jetzt zum Glück einen Kursleiter gefunden, der das alles sehr schön langsam macht. Wirklich eine Stunde pro neue Bewegung. Das kommt mir sehr, sehr entgegen, denn ich brauche einfach lange, um neue Bewegungen zu lernen. Ich bin da so ein bisschen so ein Bewegungslegastheniker. Und ja, jetzt mache ich das mit großer Freude und ganz viel Spaß. Und auch dann nochmal über die Stunden, über die Treffen hinaus, mache ich das immer mal wieder im Wald, wenn ich da bin. Und das Dritte, was ich dann noch gefunden habe, für mich ist das Inlinern. Das mache ich wirklich nicht täglich. Das mache ich halt, ja, eher bei schönem Wetter und wenn ich halt wirklich, wirklich Lust zu habe. Ich habe leider bisher auch noch niemanden gefunden, der Spaß dran hat, das mit mir zusammen zu machen. Das kommt vielleicht auch noch. Und zwischendurch mache ich das dann aber anders oder ich fahre auf den Inlinern in die Stadt, statt halt Rad zu fahren, was ich nicht so gerne mache. Und ja, ich bin nicht gut drin, aber es macht Spaß. Meine tägliche Bewegung, die ist viel, viel simpler. Denn ich gehe jeden Tag durch den Wald. Und das war, wie gesagt, anfangs so eine Sache, die habe ich nur bei schönem Wetter gemacht. Und mittlerweile ist es aber so, wenn ich nicht rausgehe in den Wald, dann fehlt mir einfach was. Und deswegen hat sich das im Laufe der Zeit dann gewandelt. Das Wetter ist mir einfach immer egaler geworden. Und mittlerweile fällt mir das richtig schwer, mich zurückzuhalten, wenn mal wirklich ein triftiger Grund ist, wettertechnisch nicht in den Wald zu gehen, zum Beispiel ein schwerer Sturm. Das ist einfach zu gefährlich. Aber es ist wirklich, ich bin echt traurig, wenn ich da nicht hin kann. Und dieser Ort, dieser Wald, ich habe den großen Luxus, dass er praktisch direkt vor meiner Haustür liegt. Und dennoch ist er nicht ideal.
denn es gehen wirklich große Straßen drumherum. Praktisch, also eigentlich, es gibt eine Autobahn, die durchschneidet diesen Wald. Und man kommt dort eigentlich nie an irgendeinen Fleck, wo es wirklich absolut still ist. Außer vielleicht, wenn es wirklich spät abends ist und Sonntag noch obendrauf. Und dennoch, trotz der Straßen, trotz den Geräuschen von den Autos, die ich da höre, manchmal schaffe ich das auch, sie mir einfach als Bäumerauschen vorzustellen, finde ich tatsächlich Ruhe an diesem Ort. Ganz viel Ruhe, ganz viel Frieden und das, ich fühle mich sehr ausgeglichen, wenn ich wieder nach Hause komme. Früher hatte ich Angst, im Dunkeln durch den Wald zu gehen. Heute gehe ich oft schon erst in der Dämmerung los. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass ich jetzt mehr Vertrauen in mich habe. Bei Nacht hat der Wald etwas Mystisches, Geheimnisvolles und sehr Friedliches. Wenn man aus dem Wald kommt, dann haben beleuchtete Häuser etwas Geheimnisvolles und etwas sehr Gemütliches. Es ist wie nach Hause zu kommen.